So gesehen. Arbeit? Jagt 20 Ankylosaurier. Mhm. Dann werdet ihr euer Leben endlich mal. Geht klar. Kein Problem. Aber. Du sollst hier Holz wollte ich schon Holzgraben sagen? Gräbt den Job bitte Holz. Oh. Ups, eins. Ah ja, okay, die 6 Holzsammler sind da. Ja. Ich dachte, der eine da unten würde jetzt nicht dieser Bautyp sein, sondern der andere. Der hier zudem noch das. Hier meine Rohstoffe abfarmt. Was wollt ihr? Etwas schlecht. Nächste ich Aufgabe. Sagen. Wohl überlegt. Was wollt ihr? Dann. Ich habe noch ungefähr eine Minute. Lauf! Wir halten uns bereit. Wir halten uns bereit. Mit Sicherheit. Kommt! Was wollt ihr? Vorwärts! Amazonen! Was soll ich aufschließen? Was muss erlegt werden? So. So geht das. Du gehst! Yeah! Na, alles klar? Yeah! Wobei, da fällt mir ein, da könnte ich, wie beim letzten Mal, richtig, so richtig scheiße machen. So, dann nutzen wir meine Lieblings-App von mir. Und los! Das war gerade von Instant Buttons. Ach, ihr wollt gar nicht verhandeln? Na schön. What? Wenn wir mit euch fertig sind, holen wir die Gefangenen aus der Burg und verfüttern sie an die Fische. What? What? Das war vor 6 Minuten. Egal. Jetzt hatte ich da noch wenigstens Zeit. Nächstes Mal sollte ich etwas weniger mit Instant Buttons spielen. Wow. Da hatte ich noch nicht so viel gebaut. Ach, da habe ich gerade erstmal die Büsche hier weggemacht. Ah, mit diesem einen Baut. Ja. Typen. Kein Problem. Der mir hier eigentlich das Ding hinbauen soll. Ach, das kann ich ja erst hinbauen, wenn da dieser eine Busch weg ist. Wird gemacht. Da war ja was. Ja, geht klar. Egal, was der jetzt macht. Der farmt hier jetzt gerade bestimmt wieder da unten den Dino ab. Genau. Währenddessen sammle ich hier mit denen natürlich wieder Schäden, um die vierte Epoche zu erforschen. Kommt. Lassen wir mal hier Instant Buttons da. Lassen hier mal, gucken wir mal, wie gut wir sind. Wobei. Das passt jetzt hin. You are a pirate. War so schlecht. Aber ich mag Instant Buttons. Die sind so cool. Zu Diensten. Oh, Schuss. Der ist auch ganz berühmt. Ich hoffe, man kann das auch hören. Oh ja, so gut sind wir. Habe ich den Hafen schon? Ja, den Hafen habe ich natürlich schon. Hätte mich auch schwerst gewundert. Ach so. Das war das. Ich sag nur. Ach ja.
Die guten alten Zeiten, damals noch im Bus mit dem Daxter, wo er dann immer so abgedrückt ist mit seinen Instant-Buttons. Darüber könnte ich euch ein Lied singen, Arbeit. Ganz ehrlich. Kein Plan. Arbeit. Wobei, ob ich so will, ist die andere Frage. Arbeit? Hm? Kein Problem. Geht klar. Ja? Arbeit? Du baust mir jetzt erstmal so eine Dino-Farm hin. Für dicke Dinos. So ganz dicke. Ganz dicke und große Dinos. Den Timer im Auge behalten. Nicht, dass wieder das passiert von vorhin. Mit ihr wollt gar nicht handeln! Ihr seid so scheiße! Dafür töten wir jetzt eure Gefangene. Unsere Gefangene, genau. Da war ja was. Oh ja, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, hä, wieso baust du keine Türme dahin? Bist du behindert? So was kommt alles noch. Ist doch der Bug. No. It's a feature. Allzeit bereit. Merkt euch diesen Satz. Es gibt keine Bugs. Es sind alles nur Features. Und selbst wenn es einfach nur ein Feature ist, dass das Spiel 10.000 Mal abstürzt. Okay, lass das auch mal. You are a pirate. Boah, es passt natürlich wieder zu denen. You are a pirate. Ach ja. Den könnte ich jetzt aufstufen. Was würde es mir bringen, den aufzustufen? Wow, Einheit erreicht nächstes Level, kostet Schädel. Was muss erlegt werden? Oh mein Gott, es kostet mich Schädel. Oh mein Gott. Ja. Stufen wir Stina mal auf. Er muss erledigt werden. You are a pirate. Ja. You are ein Pirate. You are un Pirate. Ich würde mal sagen, schicken wir den jetzt mal hin, den Karren. Los. Nicht, dass wir zu spät das noch machen. Arbeit. Dann wieder dasselbe passiert wie vorhin. Irgendwo fand ich das zu geil. Ich spiele mit Instant Buttons rum und dann. Ach, ihr wollt gar nicht verhandeln. Wir haben unseren Teil Tanz erfüllt. Jetzt seid ihr am Zug. Da wäre nur noch eine Kleinigkeit. Was soll das heißen? Wir hatten eine Abmachung. Da wussten wir ja auch noch nicht, dass eine der Gefangenen eine Gildenmeisterin ist. Das macht sie natürlich sehr wertvoll. Aber wenn ihr bereit seid, ihren Preis zu bezahlen, dann lassen die Gefangenen gehen. Ich hätte auch einen Vorschlag. Ihr gebt uns die Gefangenen und wir lassen euch am Leben. Lebend bekommt ihr weder uns noch die Gefangenen. Eine ungünstigerweise unerwartet starke Verhandlungsbasis. Schätze ich auch. Der Katamaran, den die Wüstenreiter ab Polvier bauen können, kann Gebäude vom Wasser aus zerstören. Oh. Ein sehr nice Feature. Hat sich hier so scheiße angehört. Könnt's noch übertreiben, aber nein, ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber, sonst kommt noch jemand und beschwert sich bei mir. Und ich soll meine Fresse halten. Sonst kriege ich aufs Maul wahrscheinlich. Halt's Maul! Oder ich schlag dir voll auf die Fresse! Oh Gott! Wo immer diese Sachen. Oh. Ja, geil, ich kann die Türme bauen. Oh yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nächste Aufgabe. Mein Bogen ist frei. Brachiosaurus bereit. Alter. Das hört sich so an wie dieses von Jenks. Feature. Wie soll ich damit klarkommen?
nicht ein Feature. Eine Veränderung? Wie soll ich damit klarkommen? Ich stelle mir gerade wirklich so vor, wenn du Zuschauer das und dann ungefähr wirklich so damit kommen. Eine Veränderung? Wie soll ich damit klarkommen? Ja. So viele Veränderungen in der Stroh. Was? Du Statthalter ermöglicht halt die Fresse mit deinem Statthalter. Wer ist der Statthalter? Okay, ich kenne keinen Statthalter. Kennt ihr einen Statthalter? Doch, ich kenne Statthalter. Den Statthalter von der Stadt Korinis. Genau. Ich glaube mir, der Statthalter Larius war das, glaube ich mal. Die haben mir, glaube ich mal, schon. Haben wir damals in dem LP, glaube ich mal, sogar schon geredet. Ich weiß es nicht. Genau weiß ich es nicht, aber. Ich gehe mal davon aus. Und der hilft jetzt beim Bauen. Hier so. Pam, 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 pam. Dumm. Dumm, 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 dumm. Der baut einfach richtig schnell. Die brauchen jetzt 10 Jahre für so einen ollen Turm und der ist richtig schnell. Der haut so 5-mal drauf und instant Turm fertig. Ich stelle mir so vor, haut einer mal so 5-mal auf so einen Stein drauf, so Minecraft-like und auf einmal steht so ein ganzes Haus. Das könnte ich mir bei McDonalds-Filialen vorstellen. Es gibt da so ein Bild, auf dem steht, ich habe bis jetzt noch nie gesehen, wie eine McDonalds-Filiale gebaut, gebaut wurde. Meistens war es immer so. Mein Bogen ist bereit. Aber das, wobei, das stimmt wirklich. Die meisten Leute, von denen ich gehört, die irgendwie zum McDonalds gehen, oder auch im Volksmund Mac genannt, haben meistens bis jetzt immer gesagt so, die haben wirklich bis jetzt noch nie gesehen, wie so ein McDonalds gebaut wurde. Die war, das Einzige, was bloß war, das Einzige, was ich gesehen habe, der Mac war eines Tages einfach nur da. Er ist einfach nur da gestanden. Und niemand wusste, woher er kam. Und die Zeit läuft bald ab. Was? Los, 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 los. Los, los. Schicken wir dich mal gleich in die Nähe. Was? Nicht genug Holz? Oben auf. Boden auf, oder? Alles klar hier oben. Oben auf. Alles klar hier oben. Und das, wo ich Höhenangst habe. Ist mir schlecht. Ich glaube, ich muss gleich... Wow. Geht schon wieder. Kein Grund zur Sorge. Wow. Das ganze Frühstück. Umsonst. Wow. Wie ich hier hochgekommen bin? Gute Frage. Was mich im Moment hier beschäftigt ist, wie ich wieder runterkomme. Was? Los, los. Mit Ruhe und Gelassenheit. Eins muss ich zugeben, ihr seid wirklich zuverlässig. Jedenfalls im Gegensatz zu uns. Was soll das denn schon wieder heißen? Wir machen euch ein Angebot, das ihr nicht abschlagen könnt. Darf ich ihm den Schädel einschlagen? Bitte? Ich persönlich würde lieber bezahlen. Darf ich ihm den... Darf ich ihm den Schädel einschlagen? Bitte? Arbeit? Das finde ich so genial eigentlich. Was mir auch gerade wieder einfällt, ich hatte mal und hatte bis jetzt, hatte erstmal so unter den Kommentar, unter den Videos von Ape Crime, von den guten Apes, hier mit so ein paar Leuten, so gesehen habe ich das gesehen mit so, was? So, nein, spiel nicht Bio, weil da hat jemand geschrieben, so mit, er will Bio, hat so gefragt, ob er WoW spielen, wie WoW so ist. Und ob es sich lohnt, es zu holen, dann schreibt einer so, ja, ist ja nicht, in WoW kann man nicht doch mehr Noobs brauchen und sowas. Daraufhin habe ich dann geschrieben, so, lol, jeder war anfangs mal ein Noob, selbst der größte Pro-Gamer. Denn, es ist, unser, das ist jetzt, das hat immer meine Mutter gesagt, immer so, denn es ist bis jetzt noch gar kein... wirklich noch gar kein Meister vom Himmel gefallen. Und das stimmt eigentlich auch. Ich kenne niemanden, kein Pro-Gamer, der einfach so aufgetaucht ist. Weil es ist ja auch nicht so. Denn du kannst nicht instant, beispielsweise du wirst geboren und bist dann instant über Pro in WoW, gleich instant Level jetzt Level 100 und sowas so. Hier, Max-Level und das Ganze. Habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Wird wahrscheinlich auch nie der Fall sein.
Komm, bauen wir noch einen 5. Turm. Das muss dann reichen. Muss dann reichen. Oh, wir reichen. Fitting. Allosaurus bereit. Ich glaube, ich würde mir so einen Brachiotransporter holen. Wobei, so ein Feldlager wäre auch nicht schlecht. Oben auf. Oh no. Ich glaube, ich werde dann bald da angreifen. Aber nur, wenn die Verhandlungen vorbei sind. Ich hoffe, die haben den Turm dann fertig, bevor die Verhandlungen abgeschlossen sind. Lasst uns kämpfen. Was bald der Fall sein wird. Warum rede ich so behindert? Wir sind alle Amerikaner. Schon unterwegs. Texaner, meine ich. Oder so ein Scheiß. Ich mag keine Amerikaner. Ich mag Amerika an sich nicht. Aber ich würde mal hingehen wollen. Einfach so aus Prinzip. Um zu sagen, ich bin mal da gewesen. Das, was? Und das bedeutet. Ich krieg mein Zeug nicht. Den Handel. Wenn er nicht sofort abhaut, dann setzt es. Dann setzt es jetzt was. Genau. In Ordnung, dann setzt es jetzt was. Klar. Oh mein Gott, ich glaube, die greifen jetzt an. Mein Gott! Mein Gott! Fatschk! Du. Bom, bom. Seht mal, wie die Türme die kaputt hauen. Bam, bam, bam. Links und dann rechts und dann nochmal doppel links und dann bam. Yeah. Okay, ich übertreibe es wieder. Was muss erlegt werden? Alles klar hier oben. Irgendwie so voll Valon-like. Ich kennt Valon zwar jetzt wahrscheinlich, ihr werdet Valon wahrscheinlich nicht kennen. Aber trotzdem, der kam hier auch immer mit solchen Sachen. So, der links, rechts und so. Der ist auch so ein richtig krasser Boy. Und er gesagt so, richtig krasser Typ. Mir auch so heute, nicht heute. So gestern im Sport hat er auch immer so richtig voll, so Nachmittagssport hat er richtig voll übertrieben teilweise. Da ist, glaube ich, mal der Sportlehrer etwas ausgerastet. Aber naja. Kann mal vorkommen. Ihr kennt, aber ihr denkt euch jetzt bestimmt, hey, den Valon kenne ich doch bestimmt irgendwo. Ihr kennt wahrscheinlich hier Valon-Wasser. Okay. Er sagt auch immer, das Wasser kommt von ihm. Naja. So viel dazu. Ich würde mal sagen, so, mach das so wie letztes Mal. Hau mir so ein paar zwei Ankylosaurier raus. Ja. Dronosaurus. Gepanzert in die Schlacht. Gepanzert in die Schlacht. Was? Das große. Ah, das große Piratenschiff. Insgesamt 15.000. Oder war? Ne, 15.006 Leben. Der Witz daran ist, sie selbst kann gar nicht schwimmen. Ja, der Witz dran ist, sie kann nicht schwimmen. Ich werde seekrank. Ich werde sehen. Dinosaurus bereit! Wir sind zu schwer! Werft überflüssigen Ballast über Bord! Hey, warte! Nein! Nicht mich! Wir sind zu schwer! Ich finde es zu geil. Werft überflüssigen Ballast über Bord! Wir sind zu schwer! Werft überflüssigen Ballast über Bord! Nein! Nicht mich! Gehen wir weiter? Packen wir's an. Manchmal bin ich ziemlich voll. Es ist nicht mehr so leicht, von der Stelle zu kommen. Ich würde mich gern einfach hinten in den Wagen legen. Und das ganze Wochenende durchschlafen. Aber in dieser Branche ist das wohl nicht möglich. Nein, ich komme nicht aus Holland. Wieso fragt ihr?
Langsam. Schneller als 60 nicht rennen. Zurück. Jetzt habt ihr den Karren in den Dreck gefahren. Diesmal bin ich ziemlich voll. Okay. Was muss erlegt werden? Was soll ich aufschließen? Was muss erlegt werden? Wir Frauen sind eindeutig bessere Krieger als die Männer. Achso, ja, das kennen wir schon. Gepanzert und bereit. Viechern weiß man nie genau, wo vorne und hinten ist. Da kann man schon mal rückwärts in die Schlacht reiten. Viechern weiß man nie genau, wo vorne und hinten ist. Okay. Leider kein Bedarf. Ich würde mal sagen, dann ziehen wir mal los. Dann ziehen wir mal los. Und hast du seine... Nein, der hat seine Fische noch nicht aufgefischt. Das will ich haben, Kriegsbemalung. Schönes Wetter heute. Weil ich nicht glaube, dass ich Krieger auf Stufe 3 haben werde, aber naja, wer weiß schon. Leicht und schnell. Es wäre natürlich Selbstmord, da jetzt hinzugehen und anzugreifen. Läuft. Tot. Hey, boah, wartet ihr? Ich sehe tote Menschen. Oh mein Gott. Der ist gleich tot. Komm, Gift. Gib ihm den Rest. Watch! Hey, normalerweise müsste ich dich doch umhauen. What's up? Gegnerische Einheiten werden nicht umgehaut. What's up? Bam. Bam, Leute! Wir haben bald 12 Uhr. Ein Gatling-Reiter. Ein Gatling-Saurus. Attacke. Und Katapult. Feuerpaar. Flatschk und stürte den Gatling-Saurus noch. Oh, ich könnte den Erzdruiden mal herholen. Holen wir mal den Erzdruiden. Was für ein Spaß! Was für ein Spaß! Wo will denn der hin? Oh, verdammt. Was für ein Spaß. Okay. Wollen Sie meinen Schwachpunkt angreifen, oder? Scheiße. Hätte ich doch einen... Ich werde seekrank. Dings hingetan, ein Wall. Druide steht euch zu. Ah. Ach, die haben letztes Mal nicht angegriffen. Weil die graben immer von dem Posten.